Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tja, man glaubt's nicht. Die Callcenter, die rufen tatsächlich die Leute nochmal an. Also selbst dann, wenn sie festgestellt haben, dass nichts verkauft wird und der Kunde da kein Interesse hat. Naja, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Hallo, ja. Alle Schulz am Apparat, ich vertrete MetaTrader 5 Support. Vor einer Woche haben Sie mit meiner Kollegin gesprochen, ja. Christina Huber war ihr Name. Ja, und sie hat ihn gebeten, ja, mit sie noch einmal ja, geredet. Verstehe ich richtig? Interessieren Sie sich an der Börse handeln, ja? Ja, grundsätzlich interessiert mich das mit der Börse, ja. Naja, okay. Und sagen Sie mir bitte, was genau interessiert Sie an der Börse? Kryptowährung, Forex oder noch etwas? Das ist eine gute Frage. Ich kenne mich ja da nicht so aus. Also da, wo man am meisten Geld mit verdient. Naja, okay. Sie können mit Hilfe unserer Berater ja eine Strategie entwickeln, ja, und so weiter ja an der Börse handeln. Sie müssen nicht stundenlang die Börse überwachen, ja. Unser Berater wird es für Sie tun. Er wird Ihnen auch Signale geben, wie Sie in einer bestimmten Situation vorgehen können, ja, damit Sie den maximalen Gewinn aus Ihren Investitionen erzielen können. So, und wenn Sie Anfänger sind, wir bieten auch Kurse, Lehrseminare und Videos, damit Sie ins Thema eintauchen können und immer auf dem Laufenden sind. Ja, und wenn Sie etwas nicht mögen, können Sie immer Ihr Geld von Ihrem Konto zurücknehmen, ja, weil das Handelskonto eine Bankkarte ähnlich ist. Ja, und so, zum Beispiel, was Bitcoin angeht, jetzt ist es am besten, Bitcoin zu verkaufen, weil es in naher Zukunft im Preis fallen wird. Sie können Geld einzahlen, ja, und die Option verkaufen auswählen. Einfach gesagt, machen Sie eine Prognose, dass Bitcoin weiter billiger wird und je mehr es im Preis fällt, desto größer ist Ihr Gewinn. Weiter werden unsere Analysten Ihnen sagen, wann Bitcoin wieder zu wachsen beginnt und wann Sie Geld zurücknehmen müssen, um mit dem größten Gewinn zu halten. Da geht die Märchenstunde schon wieder los. Also da will mir jetzt ja erzählen, dass die mir hier im Voraus sagen können, wann so ein Bitcoin steigt und fällt. Aha, sehr interessante Geschichte. Also ich frage mich, wie man in die Zukunft gucken kann, um das vorher zu wissen. Kurzes Jahr, es sieht so aus. Sie können genauso mit verschiedenen Aktien, ja, weltweites Unternehmen machen und so weiter. Und woher wissen Sie denn das, dass der Bitcoin fällt? Ja, heutzutage, ja, Bitcoin fällt, aber ich glaube, zum ja, Dezember wird er wieder steigen, weil sehr viele ja, Kunden möchten etwas kaufen mit Hilfe Bitcoin. So, das leider angeht auch Darknet und ja, verschiedene Webseiten in der Internet, ja. Und zum Beispiel, jetzt können Sie ja, Bitcoin verkaufen, ja, und ein bisschen später wieder kaufen. Und woher wissen Sie das, dass der Bitcoin einen Wert verliert? Unsere Finanzanalytiker, ja, ab und zu sagen, geben uns ein bisschen Informationen, ja, damit wir unsere Kunden, ja, das sagen können. Aber naja, es wird viel besser, ja, um Sie mit unseren Analytiker alles besprochen. Sie kennen viel, viel mehr als ich, naja. Ich weiß einfach nur ja, kurze Informationen, sehr kurzlich. So. Und woher wissen die Finanzanalytiker das, dass der Bitcoin da was vom Kurs verändert? Entschuldigen Sie, können Sie bitte wiederholen? Schlechte Verbindung. Woher wissen denn die Finanzanalytiker, dass sich der Bitcoin da ändert vom Preis? Also müssen die ja irgendwo dann wissen, wenn die das sagen. Sie handeln mit Hilfe fundamentaler und technischen Analysen. Ja, technische Analyse, das ist ein Bot, ja, der arbeitet mit ja, Zahlen und Statistik, ja. Und was fundamentale Analyse angeht, das kann sein Nachrichten, ja, und alles, was zum Beispiel die Situation in Deutschland oder in ganz Europa angeht, naja, zum Beispiel
Nord Stream 2, Aktien ja und so weiter. Und woher wissen die Finanzanalytiker das jetzt genau? Ja. Ja, woher denn? Woher wissen die das denn? Ah, unsere Analytiker sagen uns ja, dass ja, aber wir alles ja. Und woher wissen das die Analytiker? Na, wollen Sie mit unserer Finanzanalytiker sprechen, oder? Nein, ich wollte gerne wissen, woher die das wissen. Also, Sie können mich auch gerne an einen verbinden, wenn Sie die Frage nicht beantworten können, aber Sie haben ja mit dem Thema angefangen. Naja, zum Beispiel, alles, was in der Welt passiert, wissen Sie, lernen Sie das und kennen aus zum Beispiel Nachrichten, Magazine und so weiter, und Sie sind Fachkräfte, mit sehr großer Erfahrung. Also wissen die das aus so Magazinen? Also wissen die Finanzanalytiker das so aus so Magazinen? Selbst nein. Nein. Woher denn dann? Woher denn dann? Es gibt meine Leiter in dem Büro. Und er steht in Kontakt mit unserer Analytiker, Oh je. Tja, super Märchenstunde. Also der will mir jetzt hier irgendwie sagen, dass die vorher wissen, ob der Preis fällt oder steigt. Und ja, er versucht mir auch irgendwie zu erklären, wie sie das machen. Nur verstehen tut's irgendwie keiner. Oder versteht ihr das, was der hier so von sich gibt? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Zum Beispiel, Sie können einfach per WhatsApp reden, Ich lese. Okay. Sie können auch mit meiner Leiter sprechen, Wenn Sie noch etwas fragen, wollen. Okay. Leider kann nicht alle Fragen antworten. Entschuldige mich. Ich dachte, Sie sind der Berater. Ich dachte, Sie sind ein Berater. Ich bin da einfach Account Manager, Also ein Callcenter-Mitarbeiter. Also ein Callcenter-Mitarbeiter. Genau. Aha. Weiß ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich muss einfach mit Leuten reden, ein kurzes Portfolio erstellen und einfach bieten, unsere Finanzanalytiker. Das ist ja interessant. Ich kann Ihnen per E-Mail unsere Lizenz senden, Da gibt es auch einen Link, Wie heißt denn? Einfach, lesen. Wie heißt denn die Webseite, von der aus Sie anrufen? Also Sie werden ja irgend so ein Ding haben, wo man da sich einloggen kann und so. Wiederholen Sie bitte, entschuldige mich, sehr schlechte Verbindung. Wie heißt denn die Seite, von der aus Sie anrufen? Also da die Domain und so. Ich schicke sie Ihnen, Moment bitte. Per E-Mail passt, Na, wissen Sie die nicht auswendig? Würde doch viel schneller gehen. Okay, Gerald.Steiner, Nee, ich meine die Webseite. Ich verstehe. Ich kann Sie Link, der Webseite Ihnen per E-Mail senden. Na, wissen Sie das nicht auswendig, wie die Webseite heißt? Weiß. MetaTrader.com. MetaTrader.com. Punkt pro. Dann buchstabieren Sie mir das mal. Jetzt haben die mich da im Hintergrund abgelenkt. MetaTrader. Also ein M und dann ein nach dem M? M, E. Ja. T, T, T. T? Also, Moment. Also, M-E-T. Genau. Meteor. Meteor. Ja, Mensch, der scheint ja im Buchstabieren so richtig sicher und safe zu sein. Der eiert ja selber rum. Also erst TT, dann doch nicht Teor und irgendwie dann doch anders. Also wir bringen ihn ja recht schnell hier aus dem Konzept, ne? Meteor, Trade. Also Trader. T-R-A-D-E-R.
Also ohne E. C-R-A-D-E-R. Es gibt R. Ach so. Und dann Punkt? R-R. Punkt. Punkt. Pro. Pro. Mhm. Ja, wir haben schon auf unserer Plattform registriert und ich kann Ihnen eher loggen und ehemalige Parolia senden. Und Sie können, ja. Also so wie Sie mir die Domain durchbuchstabiert haben, finde ich die nicht. Hm? Ich sagte, so wie Sie mir die Domain durchbuchstabiert haben, finde ich die nicht. Naja, weiß nicht, vielleicht habe ich nicht so gesagt. Also an seinen Buchstabierkünsten, da muss er auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen trainieren. Denn das, was der da so von sich gegeben hat, das versteht ja nur wirklich überhaupt gar keiner. Also keine Ahnung, wie man so eine Domain durchgeben kann. Aber, weiß ich nicht. Vielleicht ist er sich selber nicht mal so richtig sicher, wie man da seine komische Seite schreibt. Ja, ich kann ja Ihnen das per E-Mail senden. Und Sie können das, ja, alle sehen. Wie das aussieht, naja, und wie das funktioniert. Ja, aber jetzt habe ich Sie ja am Telefon, dann brauche ich Sie ja nicht per, brauchen Sie ja nichts per E-Mail schreiben. Das werden wir ja so gelöst kriegen, das Problem, denke ich mal. Ja, ich kann Sie später anrufen, und zum Beispiel morgen. Nö, warum morgen? Jetzt habe ich Sie doch am Telefon. Das passiert in der Tat auch öfters, dass man irgendwas sagt und die denken, man will denn einen anderen Tag mit denen telefonieren. Seltsam. Weiß ich auch nicht immer, wie das zustande kommt. Aber auf jeden Fall, das mit der E-Mail, warum die immer E-Mails schicken wollen mit den Links, das hat einfach auch was mit den deren Sprachkünsten zu tun. Weil sie halt einfach nicht vernünftig buchstabieren können. Ist aber auch logisch, wenn ihr eine ganz andere Sprache als Muttersprache habt und ihr dort geboren seid und nicht wirklich in Deutschland oder sogar gar nicht in Deutschland lebt, vielleicht durch, weiß ich nicht, Ablesen die Sprache überhaupt nur so halbwegs versteht, ja, dann kann man die Buchstaben logischerweise auch nicht aussprechen. Das ist doch komplett logisch, ne? Also ich meine, man lernt ja nicht so umsonst in der Schule, in der Grundschule, wie man Buchstaben genau ausspricht. Man quatscht ja da immer wieder nach, ne? Also der Lehrer sagt vor, die Schüler sagen nach. So funktioniert es ja nun mal in der Grundschule. Naja, und das fehlt halt, ne? Und wenn man so eine Sprache halt irgendwie als Crashkurs lernt, ja, dann kann man halt auch die Buchstaben gar nicht so richtig aussprechen. Na, aber so ist es halt. Wenn ihr einen Englischunterricht macht, dann lernt man in der Regel auch erstmal das Alphabet in Englisch zu sprechen. Und das wiederholt man so lange, bis man halbwegs gescheit die Buchstaben ausspricht und weiß, wie sie dann nachher auch zusammengefügt werden, wenn man ganze Wörter bildet. Naja, aber wenn man das halt nur so als Crashkurs in einem Callcenter hat, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass die Qualität da eine ganz andere ist. Morgen, übermorgen. Ja, warum denn? Ich habe Sie doch jetzt an der Leitung. Warum wollen Sie dann morgen nochmal anrufen? Naja, damit Sie ja alle Informationen sehen können, naja. Ja, das können wir doch jetzt machen, oder nicht? Ja. Ah? Ich sagte, das können wir doch jetzt machen, oder nicht? Ja, Sie können das jetzt machen oder ein bisschen später, wie Sie wollen. Jetzt bin ich ja gerade am Computer, dann können Sie mir das ja nochmal sagen. Dann probieren wir es hier nochmal mit der Domain. Dann buchstabieren Sie mal nochmal die Domain. Ja, okay. Moment bitte, Moment. Ja, was denn du? Hallo? Ja, hallo. Ich bin da, ja. Moment bitte. Ja, was denn jetzt? Was machen Sie denn da jetzt? Warum machen Sie denn immer Ihr Mikrofon aus? Ja. Na, alles gut, Moment bitte. Ja. HTTPS. Was ist denn das für ein Buchstabe? Ja. Arsch. Was ist denn Arsch? Na, Arsch. H. Ja, was ist das? Ja, okay. Ganze Link. Oder okay. M. Ja, ein M wie Martha. Meinte der jetzt mit ganze Link tatsächlich, dass er mir das HTTPS am Anfang, also H bedeutet ja H, wollte der mir jetzt wirklich HTTPS Doppelpunkt Doppelslash www. Die ganze Seite komplett durchbuchstabieren? Was für ein Blödsinn. Also ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert er lebt, aber das muss man seit mindestens Internet 2.0 nach den 90er Jahren nicht mehr mit eingeben, weil es der Browser automatisch macht. Oh Mann. Welche traurige Wesen da am Telefon sitzen. Also, weiß ich nicht. Also, er versteht ja auch kein Deutsch.
Also nicht wirklich zumindest. So halb vielleicht, aber das ist doch wirklich wieder volle Kante, nur irgendwie abgelesen alles. Und sobald man eine Frage stellt, weiß er gar nicht, was die Wörter bedeuten und was er damit überhaupt so richtig anfangen soll. Ich meine, ist ja auch verständlich. Ihr kommt aus einem Land, wo man logischerweise kein Deutsch spricht und dann muss man das irgendwie können. Ist ja logisch. Aber Kundenservice am Telefon, weiß ich nicht. Ich meine, das hat ja auch einfach was damit zu tun, dass ich da flüssig mit dem Kunden sprechen muss, wenn der Fragen hat. Ich muss doch auf alles reagieren können. Ich meine, das ist nicht immer die Intelligenz der Leute, dass das so blöd wirkt. Das hat einfach auch was mit dem Akzent zu tun. Ich meine, zum Beispiel, ein ganz banales Beispiel, wenn man eine Frau mit russischem Akzent irgendwo sprechen hört, ja, da hat man halt immer so diese Bilder vorm Kopf, also dass man da mit einer Frau aus einem Bordell spricht, weil das halt einfach dieses Klischee-Denken ist. Und vielleicht der ein oder andere denkt sich dann automatisch, aha, russischer Akzent, also die ist blöd. Aber es hat ja damit nichts zu tun. Na, also vom Prinzip her, so blöd wie sie hier auch immer mal wieder klingen, alle klingen ja nicht blöd, aber viele, nur weil man blöd klingt, weil man halt die Sprache nicht kann und damit völlig überfordert ist, ist ja logisch, heißt es nicht immer automatisch, dass die stockblöd sind, die hier mit euch sprechen. Ich meine, sicherlich werden sie auch Blöde dabei haben, die einfach nur das machen, was man denen sagt. Und naja, so funktioniert der Betrug halt am besten. Und wenn der Mitarbeiter gar nicht erst nachfragt, ob das Betrug ist und gar nicht so richtig weiß, was da abgeht, naja, dann ist es natürlich am einfachsten für so ein Callcenter, ne? Aber ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht, was die sich dabei denken. Ja, Marte, ja. Ja, Erik. Ein was? Yeah, wie Erik. Ein J wie Erit. Nee, Erik. Ach, Erik, also ein. Name Erik, ja. Ein E. E, ja. Ja, und dann? M. Ein M. Ja, M, yeah, Erik. Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie mir sagen. Okay. Haben Sie da auch noch irgendeinen intelligenten Mitarbeiter, der mir das vernünftig buchstabieren kann? Sie können ja nicht mal buchstabieren. Erste Buchstabe M, wie Martha. Ja. Zweite E, wie Erik. Ja. Weiter R, wie Robert. Ja. Weiter nochmal wie Erik, je. Aha, ja. Mhm. Weiter O wie Olaf. Ja. Mhm. Weiter R. Ja. Wie Rita, ja. Oder Robert, ja. So. Weiter C. Ja. T. Mhm. Wie Tina, ja. Oder Tamara. Weiter ja. R. Theodor Fall meinen Sie, denke ich mal, ja. Mhm. Aha, Robert, ja. Und dann? Weiter A. Ein A. Alex zum Beispiel. Alex, ja. Ja. Mhm. Weiter D. Ja. Dominik. Ja. Mhm. Und weiter E, wie Erik. Ja. Punkt. Ja. Und Bro. Geht immer noch nicht. Also haben Sie da jetzt irgendwie noch mal einen intelligenten Mitarbeiter? Weil das geht ja so nicht. Ja, und ich glaube, kein anderer normaler Mensch, der würde hier nochmal fragen, ob sie da vielleicht den Mitarbeiter mal austauschen können, damit man da noch Geld einzahlen kann. Denn das Vertrauen ist doch, also mal ganz neutral betrachtet, spätestens hier irgendwann muss doch das Vertrauen mal völlig im Arsch sein, weil man den Mitarbeiter ja wirklich für komplett blöd hält. Ne? Also wie gesagt, muss ja nicht so sein, kann auch einfach an der Sprachbarriere liegen. Ja, aber wieso setzt man den denn da ein? Ich meine, das schützt sicherlich ganz viele vor Betrug, weil man da einfach auch gar keinen Bock drauf hat. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden am Telefon nicht zu verstehen. Und mehr als zweimal fragt man auch nicht nochmal nach, was der eigentlich damit genau meinte, weil dann ist man nur noch genervt und irgendwann legt man halt auf. Oder man beleidigt halt noch. Ne? Also ich meine, verdient haben sie es ja für das, was sie da machen, auch wenn es grundsätzlich erstmal nicht richtig ist. Aber naja, ich meine, die wollen euch ja bescheißen. Ne? Also frage ich mich, was wiegt immer schwerer? Wenn man den beleidigt und dann auflegt oder sich bescheißen lässt, ne? Also, traurig die Welt. Das, also, weiß ich nicht. Sie können ja nicht mal ansatzweise Deutsch, das ist ja furchtbar. Also sind ja völlig fehl am Platz da. Ja, mein Deutsch ist nicht so gut. Aber warum rufen Sie dann deutschsprachige Kunden an? Das ist doch Quatsch, das ergibt doch gar keinen Sinn.
Dann rufen Sie doch Kunden an, wo Sie auch die Sprache beherrschen. Haben Sie da irgendwie noch einen anderen Mitarbeiter? Weil mit Ihnen möchte ich nicht weiter diskutieren. Ja, okay, kein Problem. Ich kann andere Mitarbeiter rufen, okay? Ja. Ja, okay. Warten Sie bitte. Aha. Hallo? Ja. Herr Steiner, guten Tag. Ich heiße Bianca Müller. Mhm. Die Bianca Müller also ist jetzt am Apparat. Tja, schon Wahnsinn, ne? Also die Namen jedes Mal, die sie sich da ausdenken, das sind ja wirklich so diese typisch standarddeutschen Namen, die man halt leider wirklich überall hört, wo man, wenn man dann seinen Namen sagt, dass das einfach absolut typisch deutsch ist. Na, also so wie Michael oder keine Ahnung, Hans-Dieter, das findet man an jeder Ecke. Und tja, die Namen, die benutzen sie halt auch ziemlich gerne. Weiß ich nicht. Also man wirkt doch damit nicht deutscher. Also ich meine, die Sprache, die können kein Wort Deutsch, haben aber einen deutschen Namen. Ich meine, natürlich kann es immer mal sein, dass irgendein einen Ausländer einen komplett deutschen Namen hat, weil er in Deutschland geboren ist, einen deutschen Vater vielleicht hat. Ja, und dann sind sie halt wieder ins Ausland gegangen. Das kann alles sein, aber doch nicht auf der Masse. Ich meine, hier ruft ja wirklich jeder an und hat irgendeinen deutschen Namen in petto. Wahnsinn. So, Sie wollten mit einem anderen Account-Manager sprechen? Ja, weil der Mitarbeiter vor Ihnen, der kann ja irgendwie kein Wort Deutsch. Also das ist ja furchtbar mit dem. Okay, tut mir leid. Also Sie haben sich auch, haben Sie Erfahrung mit dem Traden? Nö, gar nicht. Okay, Sie haben sich mit Interesse registriert, um langfristig zu traden oder kurzfristig? Ja, weiß ich nicht so, dass man da halt Geld verdient. Also wir waren ja jetzt ja gerade bei der Domain. Also ich wollte mal Ihre Internetseite aufrufen, aber irgendwie hat er ja nicht gebacken gekriegt, mir die mal durchzubuchstabieren. Okay, ich kann Ihnen gleich einen Link zukommen lassen. Nee, ich habe Sie ja am Telefon jetzt, dann brauchen wir ja keine E-Mail. Das kann man direkt am Telefon machen. Nee, ich lasse Ihnen ein Passwort und Login zukommen, damit Sie Ihr Kontostand sofort sehen können. Ja, das können Sie mir dann später zukommen lassen, aber erstmal hätte ich gerne die Webseite auf. Okay, meteortrade.pro, meteortrade.pro. Also Meteor Trade, alles wird zusammengeschrieben. Punkt also pro. Gerade und dann Punkt pro. Yep. So, dann schauen wir mal. Ja, sehen Sie, so kriege ich die Seite auch auf. Super. Ja. So, dann stelle ich mir das hier mal erstmal auf Deutsch. So. Genau, also das ist jetzt erstmal Ihre Firma hier, ne? Ja, aber mit dem Finanzanalytiker werden Sie noch eine App runterladen. Mhm. Was denn für eine App? Die MT5 App. Die gibt es auch auf Play Market, auch auf App Store. Aber Sie werden mit dem Finanzanalytiker das Ganze besprechen. Mhm. Der hier genannte Finanzanalytiker ist eigentlich nichts anderes als der Gauner, der euch anrufen wird, wenn ihr das Geld überwiesen bzw. eingezahlt habt. Und der versucht dann natürlich, euch irgendeine schöne Show vorzuspielen. Und wenn ihr das Geld dann wieder haben wollt, dann wird er sicherlich sich irgendwelche schönen Gebühren oder, weiß ich nicht, irgendwelche Steuern oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Regel einfallen lassen, um euch noch mehr Geld aus der Tasche zu locken. Oder aber er empfiehlt euch dann zwischendrin einfach mal, man könnte ja noch mehr einzahlen, dann kann man auch noch mehr Profite rausholen. Ne? Also nach der Logik verfahren die dann nachher, wenn wir dann mit der Tante hier fertig sind. Okay. Ja, ich gucke mir jetzt hier gerade erstmal ein bisschen die Webseite an. Wo sind Sie denn eingetragen mit der Firma? Also bei wer macht denn die Regulation da bei Ihnen? Die FCA, unser Hauptbesitz befindet sich in London. Und wir werden von der FCA reguliert. Wir haben auch eine FCA-Lizenz. Aha. Weil hier steht ja nicht von der FCA auf der Seite. Hier steht ja was anderes. Und was steht dort? Die Webseite ist Eigentum und wird betrieben von in Sendari Group LTD. Und dann steht hier nur Firmenregistrierungsnummer. Aber nicht wo. Aber wir werden von der FCA reguliert. Ich kann Ihnen auch die Lizenz zukommen lassen. Und auch einen Link, wo Sie unsere Steuern sehen können, dass wir seit 2009 auf dem Markt sind und jedes Jahr Steuern zahlen. Sie können es ausdrucken lassen, zur Polizei, zum Beamten, zu Steuerbeamten gehen und es prüfen lassen, egal wo. Das kann man ja auch im Internet prüfen, da brauche ich ja nicht zur Polizei mit. Eigentlich ja.
Und die Polizei, die wird euch auch einen Vogel zeigen, wenn ihr da mit irgendeiner Nummer hingeht und die dann fragt, ob die das mal für euch überprüfen. Absoluter Quatsch. Da kann man höchstens bei der entsprechenden Behörde nachschauen, ob die in dem öffentlichen Register da auch gelistet sind mit der Firmennummer. Und dann muss man aber auch weiter aufpassen. Nur, weil auf irgendeiner Webseite, die ihr gerade besucht, irgendwelche Daten im Impressum stehen, heißt es ja noch lange nicht, dass die auch echt sind und nicht von irgendeiner anderen echten Webseite geklaut wurden und dort einfach nur reinkopiert sind. Denn auch das ist immer, tja, mit Vorsicht zu genießen. Geht ihr jetzt zum Beispiel auf eBay und ihr seid euch sicher, dass es eBay ist, aber oben ist irgendwas anders geschrieben in der Domain zum Beispiel, die sieht nur so ähnlich aus und das Impressum ist das gleiche, dann wird es ja wohl definitiv geklaut oder ja, irgendwas falsch sein. Naja, und weiß ich nicht, die sind hier sogar so skrupellos, dass sie blau heißen und die Anmeldung unter dem Namen Rot läuft. Das ist denen dann vollkommen egal, dass die Domain gar nichts damit zu tun hat. Ich meine, wenn ihr bei der Sparkasse seid oder bei der Volksbank oder bei welcher Bank auch immer, dann ist ja der Firmenname auch der gleiche Name wie die Domain. Ne? Also ist ja ein Markennamen, mit dem man ja auch bekannt werden will. Aber warum heißen diese komischen Betrügerfirmen immer mit der Domain anders als das, was im Impressum steht? Ja, ganz einfach, weil die Webseiten sind immer die gleichen. Der Inhalt der Webseite ist auch immer das gleiche. Und nun stellt euch vor, ihr benutzt ein fertiges System, wie zum Beispiel WordPress. Also die haben andere Systeme, aber kann man sich vielleicht so ein bisschen einfacher vorstellen. Ihr installiert jetzt ein Webseitensystem. In diesem Webseitensystem kann man sich einloggen und Texte hinterlegen. Die sind dann überall flexibel verschiebbar und liegen auf dem Webdesign. Das Webdesign, das kann man modular einfach austauschen. Mit 3 Klicks lädt man einfach ein neues Design hoch und überschreibt das Design, die Texte stehen dann einfach weiter an der Stelle, wo vorher, nur das Design ist jetzt ein anderes. Ja, und so macht man das hier gerne. Das heißt, man kauft eine neue Domain, man nimmt ein neues Webdesign, man klatscht oben ein neues Logo rein und die ganzen Texte und Inhalte, die sind einfach noch genau die gleichen wie bei der alten Betrugsmasche. Fliegt also irgendein Name auf oder, naja, die Kunden reagieren da nicht mehr so geil drauf, tauscht man einfach den Namen aus, das Webdesign, den Inhalt halt einfach nicht, also sozusagen bleibt dann immer wieder irgendein Firmenname da drin stehen und schon sind sie fertig mit der ganzen Geschichte. So einfach ist Betrug heute. Und so ein Callcenter-System, ja, das könnt ihr euch selbst über Amazon zusammensuchen, das kostet heute alles kein Geld mehr. Ich meine, verhältnismäßig, klar, braucht man da immer noch ein paar kleine Tausenderscheine für, aber es ist theoretisch für jeden möglich, ein kleines Callcenter innerhalb kürzester Zeit aufzuziehen. Ja. Also, und wenn Sie auf Kundenportal drücken, können Sie sich dort einloggen. Ihr Login wird Ihre E-Mail-Adresse. Wenn es Ihnen interessant ist, kann ich jetzt ein einmaliges Passwort für Sie erstellen. Und Sie können es später ändern. Na, aber wenn Sie jetzt sowas sind wie eine Handelsplattform, dann sind Sie ja vergleichbar wie eine Bank. Und ja, fast. Wie kann es denn sein, dass Sie mir ein Passwort zukommen lassen können? Den Sie später ändern, ein ganz leichter Passwort, aber den können Sie sofort ändern. Ja, ja, aber bei einer Bank hat man ja nicht die Berechtigung, irgendein Kundenkonto das Passwort einzustellen. Genau, so sieht's aus. Wenn ihr euch irgendwo ein Online-Konto mit Finanzen macht, dann kann euch da keiner einfach so ein neues Passwort zuschicken. Das kommt dann, wenn denn, per Post in einem gesonderten Brief, der dann, ihr kennt das ja, so komisch bedruckt ist, dass man da nicht durchleuchten kann. Und, tja, oder vielleicht auch meinetwegen noch per E-Mail. So was gibt es auch, dass man das dann per E-Mail zugeschickt bekommt, aber man einen riesen Tamtam machen muss, um sein Passwort wiederzubekommen. Mit Personalausweis oder irgendwelchen Geheimfragen. Hier gehen die Mitarbeiter einfach hin und drücken auf Passwort und generieren und dann steht da meistens E, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drin. Ja, sicherer geht's, glaube ich, nicht. Ne? Also vor allem muss man sich da auch mal drüber bewusst sein, wenn ihr da so ein Konto hättet und es wäre jetzt legal und seriös, dann kann der Mitarbeiter doch da nicht das Passwort einfach ändern, weil dann hätten die Mitarbeiter jederzeit die Möglichkeit, an euer Konto zu kommen und das leer zu räumen. Also das geht laut Datenschutzverordnung in Deutschland nicht mal im geringsten. Tja, aber es interessiert die Betrüger nicht. Ganz zu schweigen von der 2-Faktoren-Authentifizierung, dass ihr da noch einen PIN-Code zugeschickt bekommt, per SMS, per App oder wie auch immer. Manch einer hat ja zum Beispiel auch bei der Bank so einen TAN-Generator, damit man jedes Mal ein Einmal-Passwort zu dem Standard-Passwort nochmal hat. Und dann kann sich da keiner einloggen. Also selbst wenn irgendjemand euer Passwort jetzt
geschafft hat zu knacken oder weiß es oder wie auch immer, ist an euer Passwort drangekommen. Oder ihr seid halt so schlau und benutzt überall das gleiche Passwort, dann ist es besonders einfach, sich überall einzuloggen. Und mit diesem PIN verhindert man genau das. Dann ist das Standardpasswort völlig egal. Ja, weil letztendlich, sobald man sich versucht einzuloggen, kommt nochmal eine PIN-Anfrage, worauf nur ihr mit euren Geräten drauf Zugriff habt. Ja, und das gibt's halt da alles von vornherein überhaupt nicht. Das macht ja der Kunde ausschließlich alleine. Konto. Sie können das auch alleine machen, wenn Sie wollen. Ja, wie mache ich das hier bei Ihnen? Sie können sich dort registrieren, da muss irgendwo registrieren sein. Oder ihn einloggen oder beim Kundenportal. Ja gut, beim Einloggen, da weiß ich ja nicht, was da die Daten sind. Dann mache ich da mal ein neues Konto. Okay, Sie können auch ein neues Konto anlegen. Ja. So, dann trage ich hier gleich mal meine Daten ein. Vor allem macht das ja auch wieder überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also ich habe das jetzt verweigert, dass Dini hier einfach ein Passwort generiert. Ja, dann kommt die tatsächlich mit der Idee, dann erstell dir doch noch ein Konto. Oh Mann, Wahnsinn. Wirklich absoluter Wahnsinn. Welche Banktante würde euch so antworten? Na, dann erstellen Sie sich doch einfach einen komplett neuen Login. Noch einen zusätzlichen. Der alte, da ist, naja, ist ja geil. Boah, da haben wir halt 10-mal die gleichen Daten drin, aber spielt ja keine Rolle. So, jetzt bin ich hier beim Passwort. So, dann muss ich hier das Land auswählen. So, meine Telefonnummer, denn US-Bürger bin ich nicht. Wie sind Sie auf eine Trading-Plattform gekommen, für eine Werbung? Na, kann sein, ja. Also, mir sagt jetzt Ihre Firma nichts. So, dann gehe ich jetzt hier mal auf Registrierung. So, ich glaube, ich bin jetzt hier eingeloggt, ja. Okay, wenn Sie auf Kundenportal drücken, können Sie unten neben Dashboard Finanzen drücken. Da können Sie das Geld einzahlen, Geldmittel überweisen, auszahlen. Daneben steht MT5 runterladen, das werden Sie schon nach der Aktivierung mit dem Finanzanalytiker machen. Daneben steht Profil. Dort werden Ihre Daten sein. Ja. Sie können dort auch das Passwort ändern. Und wie funktioniert das bei Ihnen hier mit, ich komme gerade nicht aufs Wort. Noch neben MT5 steht Handeln. Ja. Also gucken Sie, 50% von diesem Account ist geöffnet. Der Rest wird aktiv, wenn nach der Aktivierung. Ja, das ist schlüssig, das jetzt Konto haben Sie erst nach Zugriff der auf alle. Ja. Muss man sich denn hier bei Ihnen auch irgendwie legitimieren? Sie müssen einen Betrag einzahlen, dann wird Ihr Handelskonto aktiviert. Und in 24 Stunden meldet sich der Finanzanalytiker. Mhm. Und wird Ihnen alles erklären, zeigen, erzählen. Ja, und dann für Sie traden. Und wie funktioniert das bei Ihnen mit der Legitimierung? Hallo? Hallo? Hallo, ja? Ja, ich hatte eine Frage gestellt. Hallo? Ja, genau so verabschiedet sich eine seriöse Bank von euch. Man stellt eine Frage und man hat keine Lust, sie zu beantworten, dann legt man halt einfach auf. Genau so sieht es aus. Naja, ich denke, wir konnten hier wieder richtig gut veranschaulichen, in was für einem Unternehmen wir hier eigentlich wirklich gelandet sind. Die haben es auf jeden Fall nur darauf abgesehen, an eure Kohle zu kommen, euch zu beraten, vernünftig irgendwie zu behandeln oder euch Informationen zu geben. Ja, darauf hat es eigentlich nicht abgezielt. Das Einzige ist nur die nötigsten Informationen, damit man denkt, man verdient da Geld. Ja, und dann ganz schnell weg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne, wie immer, mit einem Daumen nach oben. Besucht mich auch gern auf Twitter unter ccabzocke. Teilt die Videos mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten. Umso mehr Leute wir damit erreichen, umso mehr können wir eben auch vor den Betrugsmaschen wenigstens ein kleines bisschen schützen. Wenn ihr möchtet, ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit allen anderen Videos. Ich bedanke mich. Passt auf euch auf, die Welt ist böse. Ciao, ciao.